Willkommen zur neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Wir hatten gestern einen wundervollen Kooperationsrun gehabt, wo wir uns 3 Stunden lang abgewechselt haben. Ja, so macht man das auf der Koop-Couch. Ja. Da synergiert man auch manchmal, ab und zu. Vielleicht. Eher selten. Genau, aber da ist jetzt die Frage, wer spielt heute? Weil rein theoretisch habe ich ja gestern beendet den Run. Ja, aber ich habe ja die ersten 40 Minuten praktisch begonnen. Okay, also soll ich jetzt spielen? Ja, damit du auch deine Spielzeit 40 Minuten heute hast. Alles klar. Beginnen. Gut, wir haben nur noch 2 was offen. Das stimmt. Wir brauchen nur noch Steve und Got it. Ab geht's. Ja, aber soll ich mal Eden versuchen? Vielleicht spielen wir Godhead als erstes. Du, was du nicht lassen kannst? Keine Ahnung. Naja, dadurch, dass du jetzt wieder Pech mit ihm hast. Ja. Ich versuch's mal. Hast du ja gesehen, was ich für einen Isaac Run hatte? Ja. Und wir haben, wie ihr seht, uns einen Item-Tracker zugelegt. Weil wir uns mal dachten, hey, das ist vielleicht mal was ziemlich Cooles. Wir haben uns das von dem anderen YouTuber abgeguckt. Wir sind so fies. Hashtag Holly. Ja. Nee, der hat's ja auch schon recht lange. Und ja, jetzt sehen wir zumindest, was wir am Anfang schon haben. Wir haben einmal die Poison Bombs. Die Stats sind extrem kacke. Ja, viel Glück damit. Die Poison Bombs und das Schutzbuch. Das Schutzbuch ist aber recht praktisch. Damit kannst du dich gut bewegen, sage ich mal. Das stimmt. Herzen sind jetzt auch nicht so besonders. Aber schau mal, der Schaden ist gut. Du hast große Tränen. Das war ja auch zwei Striche Schaden hattest du. Hatte ich 2, ja? Ich glaube schon. Ja, also fangen wir eigentlich ähnlich wie Judas an, könnte man fast meinen. Ja. Oh, eine Münze. Wir haben einen Guppy-Counter und den Seed könnt ihr noch sehen. Da könnt ihr auch jetzt immer mitspielen. Wir haben ja sowieso erst einen Win-Streak. Genau. Und was auch sehr schön ist, da wo man den Seed und den Guppy-Counter sieht, seht ihr auch kurz, was die Gegenstände machen, sobald wir sie einsammeln. Genau. Ball of Tar und da sieht man es schon. Man schießt einfach nur Slow Tears und lässt halt eine Spur hinter sich, die ebenfalls die Gegner slowt. Genau. Ja, du hast ja nur 2 Herzen, von daher kann ich gediegen zugucken und mein Käffchen genießen. Dein Käffchen? Mein Käffchen. Ist Käff da, ja? Da ist Käffchen, richtig. Da ist ein X-Stein. Wo? Ach da. Links, kannst du gleich sprengen. Ha, 5 Bomben. Ja, wie praktisch das ist, oder? So, kannst mitspielen. Scheiße. Tja, noch 2 Bomben. Hättest du mal nicht gesagt, dass da der X-Stein ist. Da kann nicht sein. Der X-Stein? Also X-Stein schon, aber nicht der Geheimraum. Ich bin das goldene Baby, was war das? Das hat Münzen gedroppt. Das hat eine Münze gedroppt, wenn dann sterbe ich jetzt gleich. Ja. Stark. Oh ja, wir sind wirklich stärker. Ist hier ein X-Stein? Nee. Ich gebe schon Alarme. So, die Kiste oder ein X-Stein? Oder beides? Beides, also. So, der Geheimraum kann. Das war doch Batterie, oder? Ja, was? Das ist wirklich Batterie. Siehst du? Ja, was? Hammer. Nach rechts kann er auf jeden Fall sein. Liegt sogar an 4 Räumen an. Ja. Ich lass die hier. Du lässt die da? Okay. Ah, hier ist auch der Schnelle dabei oder der Geldtyp oder was auch immer. Konnte man eigentlich schießen, wenn man das Schutzbuch eingesetzt hat? Ja. Okay. Schade. So, du meinst also, hier ist der Geheimraum? Ja. Dann schauen wir mal. Ist er leider nicht. Eieiei. Explosive! Nochmal die Zahnspange jetzt raus hier. Achso, wir nehmen auf, verdammt. So, wir gehen langsam nach rechts. Wir gehen langsam nach oben. Du machst gut Schaden, ne? Meine Freunde alle getötet! Ja, ich will nämlich der Einzige sein, der golden ist. Ich merke schon. The one and only. Es kann nur einen geben, ja. Richtig. Dafür kriegst du sogar eine Münze. So, und was wollen wir wetten, dass wieder in dem letzten Scheißhaufen der Versteinerte drin ist? Naja, 10 Euro, dass nicht drin ist. Ah. Das ist kacke. Der muss jetzt da drin sein. Ja, das ist kacke. Oh. Weißt du, wie lange ich jetzt wieder betteln gehen muss, damit ich deine verdammten 10 Euro kriege? Du musst ja erst mal herauskommen. Das stimmt. Außerdem, ich dachte YouTube Money und so. Ha, stimmt, YouTube Money. Also, musste ich mal wieder noch 3 Jahre gedulden. Dann kriegst du das Geld.
Ah, die Ebene ist irgendwie beschissen aufgebaut, also ich habe keine Ahnung, wo der Geheimraum sein könnte. Dort nach oben könnte er sein. Musst du ja nicht finden, ist ja nicht gezwungen. Ja, ich weiß, aber es wäre halt schon praktisch, denke ich. Ich wollte gerade sagen, wieso schießt er, obwohl er uns nicht sieht, aber... Er ist verrückt. Am Stachelraum würde er eher sein, glaube ich. Nee, ich glaube, da ging's nicht, da waren Krüge. Na, machen wir jetzt mal einen Boss. Du hast das Schutzbuch, vergiss das nicht. Ja, ja. Dann eher für den Kleinen noch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den Kleinen... Nee, sterben die nicht gleichzeitig? Ja, stimmt. Naja, nicht ganz. Die nicht fast gleichzeitig. Einer stirbt eine Sekunde eher. So gefühlt. Ja. Achso, und wie gesagt, es macht nichts aus, welchen man zuerst tötet. Ah, doch nicht. Nee, das war bei dem Geistertypen. Halt ihn, halt ihn, halt ihn. Ah, halt ihn nicht. Uiui, ich hab nicht mehr getroffen, da waren Steine. Achtung. Ja, ja, bleibt ja bei dir. Löst dich langsam auf, dein Schild. Ja, ich gehe runter. Der explodiert gleich. Ah, oh, Little Steve. Schade, ich hätte echt gedacht, dass wir vielleicht was schaffen, aber... Dann halt leider nicht. 3,5 Damage pro Homing Tears. Nicht so schlecht, dieser Little Steve. Ja, wenn ich mein Herz dann irgendwann verliere, dann kann ich auch mal nachgucken, ob es... Ich hab das... Also du irgendwie... Du kannst es doch... Nein, du kannst es nicht beeinflussen. Es ist wirklich Zufall. Das ist sehr gut. Nicht? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Die Frage. Ja. Also, dass du weiterschießen kannst. Wenn du mal irgendwie einen... Na gut, als nächsten Begleiter, den krieg ich ja, aber dann vielleicht einen Cube oder das Messer kriegst. Ja gut, das stimmt schon, wenn man dann reinrennen kann. Paralyse. Bleib mal stehen. Sehr gut. Ausführung. Ja, wir nehmen das Schutzbuch mit. Hast ja recht. Nö. Nö, hast einfach mal recht. Du hast einfach mal recht. Kannst du mir einfach nö sagen, wenn ich sage, du hast recht. Oh. Wolltest du mir Geld geben, ja? Wow. Achtung, Bombe. kein Schlüssel. Ja, geslowt. So, machen wir es mal kurz hier. Ja, wir sind ja praktisch schon durch die Ebene durch, sozusagen. Ja. Geht's slower vielleicht? Sehen slow. Ja, doch. Schon durch die Spur. Haha. Ja, diesmal durch einen Schuss. Geslowt. Du wurdest vom Pin getroffen. Ja, immerhin nicht getötet. So, Range. Ah, das ist bitter. Wird, ja, das ist halt die Frage. Sagen wir jetzt, wir machen ein Spaßspiel? Nee, wir schlagen es aus. Ja, na, eigentlich kannst du ihn mitnehmen, weil... Weiß ich nicht. Naja, aber wir brauchen halt immer noch Godhead. Ja, aber das ist Godhead. Wenn du jetzt so dumm tun würdest, würdest du sagen, hey, das ist unser Item! Nein. Weiß ich halt nicht. Du hast ja jetzt, hier, wie heißt der? Eden. Da hast du jetzt keine Rerollen, du hast keine garantierten Devil Deals. Ja, das stimmt schon. Da würde ich auch immer alles mitnehmen. Du hast ja mal gesehen, wie ich teilweise abgekackt bin, weil ja, ich keine Deals bekommen habe. Gut, ich hatte halt auch doofe Zusammenstellungen teilweise, aber trotzdem. So, die Frage ist, machen wir das überhaupt noch weiter? Was denn? Die Ebene. Na doch, ich würde nächstes Mal gucken, ob es einen Stachelraum gibt. Um vielleicht Glück auf Gabi zu haben. So, das da kann der Geheimraum nicht sein. Hier könnte er sein. In der Tat. Der explodiert. Ja, doch, glaube ich schon. Gleich explodiert er. Puff! Ah, schön, wie er dauerhaft geslowt war. Ich mach's lieber aus dem Raum da oben. Gehen wir mal auf Nummer sicher. So. Kann okay. Er nicht sein. Kriegst du in dem Run keine Geheimräume, merkst du es? Ja, also irgendwie haben die was gegen mich. Können die hier sein? Wie ich gerade wieder den Typen verschoben haben. So, viele Steine mitsprengen.
Nett. Rennen! Sehr nett eigentlich. Dann lohnt sich auf jeden Fall der Shop noch. Aber du kannst nicht rein. Danke. Alter Schwede. Dass sich das nicht getroffen hat. Respekt. Ja. So, kannst du bitte mal hier erschießen? Danke. Das ist oh, sehr geil, sehr geil. Ich einfach mal erschrocken bin, ey. Hast du immer sein Damage ab. Für eventuelle Panikattacken. Okay. Aber kriegst du. Du hast ja vor uns den Schutz nicht bekommen. Nee, ich krieg's nicht. Haha, Giftbomben. Und? Es wird nicht mehr angezeigt bei dem Track. Es wird angezeigt, stimmt. Sagen wir es zweimal. Haben wir jetzt Mega-Giftbomben? Hast du jetzt darauf geachtet? Hat es den Stein und so angezeigt? Naja, klar, es hat es angezeigt, aber war da eine kurze Pause dazwischen? Nee, ne? Es hat auf die Giftdinger umgeschaltet. Ja, ich glaube. Ich habe den Stein relativ. Ja, zeitgleich deswegen. Zeitgleich? Nee, davor ja eingesammelt. So. Ui, doppelte Items. Nehmen wir mit. Das Lustige ist, hier ist der Geheimraum dran. Hättest du dich auch reinspringen können. Meinst oder du machst halt einen auf Explosive Diary und sprengst beide Seiten. Hier? Im Shop. Ne, im Shop. Dass du von links nach rechts rennst. Da könnte links oder rechts sein. Naja, dann. Bereit? Ich stehe unten. Ja. Geile Kettenreaktion, oder? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht schlecht, Flo. Double Items. Woo. Du hast dein ganzes Geld wieder. Ja, die Karte mit? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, eigentlich nicht. Dann ist Kompass oder sowas cooler, ja. Dass du dann mal ein bisschen schneller machen kannst. Das stimmt. Ja, 2 Münzen? Naja. Wir werden hier so viel Geld kriegen. Jede Kiste. Wir werden so reich werden. Ja. Ja. Hashtag reich. YouTube Money. Money. Schlüssel. Da ist dein Schlafraum, den du haben wolltest. Ja. Stopp. Danke. Ich bin schon wieder so stark getreten, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Weil das ist dann wieder so... Dass du den beschissenen Run dann das nächste Mal bekommst? Genau das. Darfst halt einfach bloß nicht Eden nehmen. Na, mit Judas war auch nicht so schlecht. Isaac habe ich ja auch recht erfolgreich gehabt. Huch. Aha, kommst nicht so weit. Ah, der kommt so weit. Ich habe die übelst gute Range schon wieder. Achso, na klar, der Schuh. Ich wollte gerade sagen, welcher Schub. Nicht der aber Schub, der ja. Schuh! Puh. Da ist ein X-Stein! Ja, dann. Schieß mal, schieß mal, schieß mal. Schieß halt nicht. Alles klar. Danke. Jetzt darfst du sterben. Na klar. Okay. Schutzbuch. Broken Watch, aber PhD nehmen wir mit. PhD, ja. Wie gesagt, Schutzbuch lädt sich alle 3 Räume auf. Kannst du dir nehmen. Kannst dir 6, 8 Münzen holen. Das stimmt. Renn! Renn! Das reicht locker. Easy. So, Blaues Herzchen. Ach. Spille. Schipille. Unten noch. Speed up. Ah ne, das sind 48 Stunden. 48 Stunden Energie ist das da unten. Alles klar, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. Also. Könntest du dann irgendwann nochmal überlegen mitzunehmen. Oder hier, aber. Die ganzen Pilze mit PhD. Ich komme nicht ran. Sind wir überall Abgründe. Na, oben und unten nicht. Und die sprengt's doch so, dass du rankommst. Nee, eben nicht. Na doch, siehst du, dort rechts, den hat's dort. Ach ja, stimmt, doch. Aber ich krieg hier nix. Eine Pille. Und dann Puberty. Okay, es tut mir leid. Da wir jetzt 4 Bomben verbrauchen. Ich hoffe, du schämst dich. Ist doch geslowt. Pinball. Woo. Muss ja irgendwo sein. Nichts. Okay. Ich hoffe, euch liegt da oder liegt es nicht, sondern gefällt es mit dem Item-Tracker, stimmt, wie wir den jetzt platziert haben. Ihr könnt ja nochmal Tipps geben, ob wir den irgendwie anders setzen sollen, an einer anderen Stelle, vielleicht auch größer, kleiner, wie auch immer. Das ist halt gut ersichtlich für dich. Du hast das Buch nicht fertig. Nein. Oh, ja, ich bloß gemacht. Geld. Genau. Dass das auch alles gut erkenntlich ist, auch mit der Schrift, ob die Symbole groß genug sind. Genau, oder Schrift zum Beispiel in eine andere Farbe.
oder Symbole rosa. Anderer Ort oder auch größer vielleicht sogar. Na, ja, größer würde ich sie nicht noch machen. Es werden so viele. Ja, wenn wir den letzten Run mit dem Item Tracker gemacht hätten, das hätte weh getan. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, das war falsch. Plop, plop, plop. Nein! Wie soll ich dich treffen lassen? Warum wegen die Münze ist da drüben? Ja, du kannst auch gerne wieder reinkommen nochmal. Oh, wobei. Ah, ich komme auch nicht so weit. Oh. Steve kommt so weit. Ja. Na, siehst du jetzt auch Bomben? Cool wäre das. Oh. Ja, ich wusste nicht, dass ich nur ein halbes Herz habe. Weil du dich treffen lassen hast. Ja, wollte ich mal testen. Aber wir haben ja garantierte Devil Deals, weißt du? Das stimmt, du hast so schöne Haare. Nein, hast du nicht. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. Hast du nicht? Hab ich nicht? Hast du nicht? Okay, ich hab sie nicht schön. Muss mal waschen. Das ist praktisch Penner-Style. Das ist perfekt zum Devil Deal. Ja. Ja. Oh. Fliegen, Spektral oder Damage und... Ah, da kannst du beides nehmen. Ja. So, perfekt. Was macht denn das eigentlich? 0,6 Damage, 0,6 Tiers ab. 0,7 Tiers ab. 0,7 meinst du. Und 2 Seelenherzen. Ja. Stachelraum. Ah, du fliegst ja jetzt sogar. Ja. Und raus kommst du mit dem Buch. Musst du nicht mehr Schaden nehmen. Das ist der Hammer, oder? Kannst die Pille mal einsetzen. Warum? Weiß nicht. Ich will diese hässlichen Haare nicht haben. Du hast viel hässlichere Haare. Hab ich gar nicht. Ich hab einen abgetrennten Goathead auf dem Kopf. So, hier war das jetzt. Hier hin und dann... Hinschieben. Ja, nicht ganz. Na doch, hat gereicht. Das war auch irgendwie numm. Ich wusste nicht, ob das schon reicht. Nein! Das war mir so klar. Tja, was trinkst du auch? Ich wollte trinken, dann hab ich's weggestellt. Oder ich hab's nicht mal richtig angefasst, aber dadurch, dass du gleich losgerannt bist, kam ich gar nicht mehr weg. Ich hätte rauskommen sollen, rausgehen sollen, so rum. Ah, ist ja egal. Ist eh ne Herz. War das halbe. Keine Ahnung. War, glaube ich, diesmal ein ganzes. Passiert. Ich wollte nicht Epic Fetus sein. Nee, jetzt bist du ein heller Bruder Bobby. Ja. Der dir immer folgt. Achtung, Bombe. Folgt dir. Gibt nichts für dich. Ne. Kampfraum. Wobei. Wobei. Guck mal rein. Immer diese Zeitschinderei hier. Ja. Und für was? Hast du treffen lassen? Stark. Hab ich, ja. Von so einer Trollbombe, ja. Verdammt. Ah, das war eine Verfolgungsbombe, alles klar. Naja, passiert. Ich hab mich nur gewundert, warum du immer so quer durch den Raum geflogen bist. Juhu, Schlüssel! Ist ja doch genug inzwischen. Stimmt, 8 Stück. Coole Sache. Cool. So, sagt die Zeit. Ah, kein Boss Rush. Alles klar. Das ganz ohne hier Select zu drücken. Der Hammer, oder? Bist so gut. Gutes Zeitgefühl, gutes Zeitgefühl. Ja. Kein gutes Zeitgefühl? Ja. Nee, kein gutes Zeitgefühl. Ah, ich fliege. Oh. Ganz schön schnell, Mensch. Komm her. Gutes Infamy. Schade, ich hab gedacht, wir schaffen es, den irgendwann mal da reinzudrücken. Wo rein? Da in diesen schmalen Gang. Achso. Ich glaube, da passen die da rein? Ja, ja. Wenn sie genau treffen. Aber an sich ist das eine gute Fluchtstelle. Ja. Wenn man einfach nur da drin steht und schießt, dann schiebt man sowieso die am Gang vorbei am Ende. Komm, du explodierst. Sehr gut. Puberty. Ich wollte nur vor der Trollbombe weg. Die sind wirklich ziemlich stark, muss ich mal sagen. Ja, durch die Spektralzeug, das ist halt auch noch Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Neun Leben. Oh. Haben wir noch große Toxic Aura? Tiers, hier ist auch noch durch Gegner durchgehen.
Ja, stimmt, das ging ja vorher nicht. Aber dafür sind sie halt von der Range recht dezimiert. Das sehen wir jetzt hier nicht. Dafür killen sie halt übelst, also. Aber stärker sind sie eigentlich nicht geworden. Gut, dass sie durchgehen. Ja, das ist eine Sache, die da ordentlich mit reinspielt, denke ich. Weil wenn wir dann zusammenschießen, ist das schon ordentlich weh. Ibel. Eine Pille. Pille? War so Stil. Nehmen wir das Herz trotzdem noch mit? Ja. Kannst dir gerne volle Herzen nehmen, wenn du magst. Nur wenn du magst, ja. Ob ich das Baby überhaupt behalten will, ist die Frage. Ich wollte mein goldes Baby behalten, dann machst du eine Scheiße. Überragend! Ja. Sehr gut. Das war jetzt wieder gut gelöst. Ich wollte eigentlich schon wieder gleich wieder hinrennen. Ich wollte eigentlich schon wieder, gleich wieder. Ich wollte gleich hinrennen, aber diesmal dachte ich mir, ne. Machst du was Cooles, machst du was Verrücktes und es hat geklappt. Der Hammer. Crazy right now. Komm her. Stimmt, ich ziehe aus. Ich habe schon gar nicht so drauf geachtet, dass ich auch so eine coole Spur unter dem Herz hier. Achtung. Ja. Hä? Ah. Zwei unterschiedliche Richtungen. Ja, ohne. Und wurde halt auch noch getroffen, ey. Dumm. Wie die den Kopf nicht hoch machen, wenn du auf den Stacheln stehst. Ja, dann bist du ja für die wie nicht sichtbar. Da ist er. Ja. Gleich mein blaues Herz. Das, was du verloren hast, ja. Ich hab nur ein halbes verloren. Klar, nehmen wir mit. Warum auch nicht? Speed up! Noch schneller! Los. Ja, man redet in den Raum noch. Was denn? Kann der Stahlraum dran sein? Ist er nicht. Willst du unbedingt Kaffee werden, ne? Ja. Brauchen wir lange nicht mehr. Können wir mal wieder zu Burnt Penny, noch mehr Bomben. The Lamp gehen. Und dann? Einfach mal. Waren wir lange nicht mehr. Das stimmt. Dann machen wir heute mal The Lamp. Schaden ist schon Wahnsinn, ey. Der müsste ja geslowt werden, ja. Ne. Stein-Action. Perfekt. Perfekt. Zack. Was gibt's diesmal? Doppelte Raum Drops. Ja, das kannst du nicht nehmen. Ich hätte dich so gern mitgenommen, mein Kleiner. Nee. Ich hätte ihn nicht bekommen. Hättest du nicht? Geh weiter. Stimmt, das hat jetzt wieder Gabi gehabt. Oh, das war ganz unten muss ich noch. Ja? Na, das tue ich euch jetzt nicht an. Der gestrige Run war schon lange, obwohl ich den so professionell geschnitten habe. Ja. Ich hätte eigentlich so erwartet, dass die drehende Animation... Double Tears hat nice. Die drehende Animation wenigstens noch mit unserem Korbwürfel gemacht wird. Noch was? Beim nächsten Mal. Ja. Buch! Nicht Buch. Ach, wir haben doch garantierte Devil Deals, das ist doch ja. Aber es geht doch um das halbe Leben, was du verloren hast. Ja. Doppelte Raumdrops wird dazu übel. Ja. Ich hab Puff gemacht. Oh. Ja, ich nehme voll. Ich dachte, du wolltest das Baby eh nicht haben. Hm? Ich dachte, du wolltest sterben und das Baby nicht haben. Puck. Du willst wohl auch deinen Charakter nicht haben? Ja, ich will einen neuen Charakter. Siehst du? Mach ich gut, oder? Mit einem Herz. Nachdem du neunmal gestorben bist. Ja. Mach das mal. Währenddessen mach ich hier auf. Verteilst alles im Raum, oder? Ja. Ich habe mir gedacht, so Items. So ein Item-Party für alle. So ein Geklecker. Meinst du, jetzt endlich mal glotzen oder was? Du hast dein Dings noch, ne? Dein Buch. Ja. Und? Geht. Ja, ich wollte es dir nochmal sagen. Ich bin doch User Bro. Danke. Im letzten Schuss. Das ist schon Wahnsinn. Einfach der Hammer. Du könntest Hammer. Mal dann ein bisschen was spenden. Aber ein. Drei Stück. Das stimmt, man könnte echt mal wieder spenden. Ja. Hat ein bisschen gedauert, ich weiß. Achtung, kommt. Perfekt.
Yay! Und wieder ein Herz für den nächsten Level hier. Emperor! 0,3 Damage nur. Ein halbes ja. Range. Tierhai auch ein bisschen. Das nehmen wir mit. Emperor ist eigentlich nicht schlecht, hä? Ja. Da kannst du wirklich nochmal einen sinnlosen langen Weg gehen und dann zum Boss. Das war es gerade irgendwie, ich weiß gerade nicht, warum ich auf den so zugeflogen bin. Das ist nur, weil du jetzt hier Super Meat Boy Fan bist? Ja, ich dachte, dass ich jetzt übelst einen Kollisionsschaden mache. Macht natürlich Sinn. So, das heißt, du spendest? Und du guckst dir die Sache an, oder was? Spende. Du spendest? Ich blocke. Oh, keine Münzen verloren. Sehr gut. Ja, eigentlich schlecht. Steam Sale. Energie. Kommt noch ein Shop? Einer kommt noch. Okay, ich weiß nicht, wie der unten gerade gestorben ist. Haben wir am Anfang nach unten geschossen? Ja, kann sein. Waren eigentlich überall, oder? Mhm. Alter, nichts zu sehen wegen der HP-Leiste. Ja. Wenn der immer in diesen Teppich hier reinfliegt, ich glaube. Komm mit, komm. Sehr schön. Na, Bandage Ball oder Cube? Cube. 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 7 Damage pro Tick. Das ist viel. Ja, einfach mit. Ja, einfach mit. Bruder Bobby. Hätte ich nicht mitnehmen sollen. Er sieht aus wie ich. Das ist so schön. Bloß finsterer. Ja, der wurde halt ein bisschen gewirkt als Kind. Da ist er ein bisschen blau geworden. Der eine schießt. Hä? Gute. Gutes Infamy. Wurdest du getroffen wieder? Ja. Das ist eine Frechheit. Dass das immer procken muss. Kann man dann überlegen, wenn man es braucht. Aber das ist eigentlich schon wieder fast so ein kleiner OP-Run, finde ich. Wir sind so schön stark aufgestellt. Der Cube ist übelst überragend jetzt. Das kannst du wirklich das Buch einsetzen und dann reinrennen und noch schießen. Ja. Das hier einfach mal, weißt du? Nein. Ja, klar. Naja, dann guck mal in den Arcade Room. Ja. Ah, klar, spawnen mich rein. Na. Schieß doch mich ab. Na. Aber du verlierst wirklich kein Geld mehr, wenn du getroffen wirst. Ich nicht, ne. War das nicht mehr so? Ja, aber schon eine ganze Weile her. Es ist schon eine ganze Weile so, dass es nicht mehr so ist, dass man auch als Begleiter verliert. Hm. Das ist wirklich gerade bitter, aber. Huch. Ich glaube, es wäre sowieso wieder mal so gewesen, dass du eine Münze reinsteckst und es wäre vorbei gewesen. Hm, glaube ich nicht mal. Du lebst noch? Schweinerei. Jetzt kannst du dir sogar noch überlegen, ob du vielleicht die Sachen dort aufbringen willst. Die Feuer, weil ich mir wieder ein bisschen was genommen habe. So, ja. Ich war gerade überlegen, ob man hier spielen sollte. Mit dem ganzen Geld, aber hier es dauert dann wieder so lange. Ja, was will man erreichen, ist die Frage. Ready Flies. Ja, brauchst du nicht. Das war knapp. Schön. So viele Herzchen, das ist so wunderschön. Schön über den Stein, wo die nichts machen können. Ah, das ist verrückt. Death. High Breeze. Ein Abturner war das gerade. Er lebt noch? Ja. Yay, jetzt haben wir sie alle zusammen. Bruder Bobby und Sister Maggie. Und guck mal, selbst im Item-Tracker sind sie nebeneinander. Ist das nicht schön? Es ist wunderschön. Ich würde mich auch noch gerne daneben stellen. Irgendwo da. Ich komme nicht hin. Leute, ihr seid so weit weg. Und so klein. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde einfach die Empress mittragen bis zu dem Moment, wo man sich vielleicht mal direkt zum Boss irgendwo hinporten will. Weil man nicht warten will. Was hab ich gesagt? Empress. Empress? Ach, Emperor. Sorry. Schauen wir noch, ob es einen Stachelraum gibt. Ja, Arcade, wie gesagt. Oder Arcade, stimmt. Wegen Spenden. Der wird da. Nee, geht nicht. Okay, Geheimraum geht schon mal hier nach oben nicht. Und nach. Im anderen Viererkomplex geht's auch nicht.
Doppelschlüssel. Wo seid ihr? Okay, in Arcade Room. Ist eigentlich seltsam, jetzt müsste nicht einer da sein? Oder ist der da und ich war nicht drin? Ist keiner da. War es auf der ersten oder auf der zweiten? Ne, beim ebenen Wechsel, oder? Auf der ersten also. Oder? Bei der zweiten? Ne, bei der zweiten eigentlich. Ach, keine Ahnung. Besteht die Chance. Besteht die Chance, also ist nicht... Ist nicht hundertprozentig. Ein Trinket. Affenhand, aber eigentlich... Die wird nie kommen, weil du nie auf ein halbes Herz fallen wirst. Zumindest sehr unwahrscheinlich. Was machst du jetzt? Kann nicht sein, kann nicht sein. Kann auch nicht sein. Kann er auch nicht sein. Kann er sein? Ja, dann mach das doch. Oh. Ja, wo ist es? Ja. Yay. Geil. Wir haben so wenig Geld, da ist das wirklich extrem wichtig. Das lohnt, das lohnt. Na, gut Glück? Nein. Schade. Das war knapp. Oh, da könntest du mir schon denken eigentlich. Was auf dich tritt? Ja. Ich hoffe dich. Ja. Ich suche gerade eine Stelle, wo ich irgendwie ordentlich stehen kann und das sehe, wenn die treten will, aber... Siehst du nicht, wegen dem schwarzen Untergrund von uns. Ja, eigentlich schon. Na gut. Jetzt ist es sowieso tot. Eben. Das heißt, zur Lampe, ja? Ja. Zur Lampe. Zur Lampe. Na, Gabi-Item. Wir sind Gabi. Oder du bist Gabi. Nee, sind wir noch nicht. Klar. Wir noch eins. Eigentlich? Nicht drei schon? Nein, wir haben nur the Dead Body. Ach ja, und Dead Cat. Den Kopf. Stimmt. Ist auch die Frage, was nehmen wir jetzt mit? Weiter Schutzbuch. Ja, klar. Es hält ja auch recht lange, muss man sagen. Ja, stimmt schon. Stimmt, wir haben ja über einen Gabi-Counter, Mensch. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Ja, aber ist angenehm, oder? Ja, wenn man es nicht weiß. Warte. Warte bitte. Bitte. Bitte jetzt warte. Na, jetzt wäre ja schön, dass man rote Kisten kriegt. Das ist was Cooles, also die Hand. Ja. Muss ja nicht mal unbedingt Gabi sein. Pff. Auf jeden Fall, wir haben noch die perforierte Kacke dabei. Nicht perforierte, purified, also versteinerte. Perforierte Kacke. Bitte ja. Kacke an der perforierten Stelle einreißen. Hallo? Lass mal wieder den Kopf rausstecken. Ich mach einen Zielkreis. Ey! Oklock. Ja, ne? Leute. Yay! Was für ein Arsch? Warum hat er so lange gebraucht? Weißt du, wegen dem schaffen wir jetzt den Boss Rush nicht. Ja. Huch. Ja. Da ist es. Nicht. Schade. Ich hab nur Gabis Kopf zu mir rüber schnipsen sehen. Ich hab dir mal vier Herzen genommen. Ja. Professionell halt. Geht mal einfach raus. Auch wenn man die Herzen verliert. Ich beweg mich im Kreis. Das war's. Noch zwei? Ist ja langweilig. Kann auch nicht sein. Alter. Gut, gut, gut. Hast du das ausgelöst? Nee, du. Ich. Haha. Ist das ein nerviger Typ. Hoch und runter immer wieder. Ist aber auch ein ekliger Raum. Ja, wir hätten da oben fliegen sollen. Ja, ich glaube. Das ist ziemlich weit. Wenn sie Bock haben. Deine Seite ist nur noch. Nichts. Hä?
Och, da oben in der Ecke. Ich hab ihn nicht gesehen. Das sieht doch keiner. Och. Du hast dein Buch. Hat ich gerade nicht getroffen? Also ich weiß nicht wie, aber. Ich bin reingekommen. Und du wurdest nicht getroffen. Hast du noch einen X-Stein unter dir, genau. Ah. Ich hasse es, diese Batterietypen. Ja, und wenn sie Batterie geben, ist halt cool. Das stimmt. Eben aber hier so ein Teppich an Schüssen. Der gehörte nicht zu uns. Aber wo Teppich an Schüssen? Zum Glück war nichts laut. Ah, könnt durch Steine schießen. Könnt durch Gehirne schießen. Noch mehr Speed. Klar. Ja. Geht's ja endlich mal schneller voran. Dieses langsame Gespiel. Jetzt noch Krebs wäre was Cooles, oder? Achso, Schlüssel brauche ich gar nicht. Achtung, Bombe. Schlüssel, naja. Nee, Krebs. Achso, nee, aber Schlüssel brauchst du trotzdem auch. Gibt ja trotzdem Kisten bei The Lamb. Ich habe doch gar nicht mit Schlüssel gesagt. Doch. Schlüssel brauchst du gar nicht. Hast du gerade gesagt. Hab ich? Ja. Dann weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Und dann hast du gesagt, nee, Krebs. Und dann dachte ich mir, hä, warum brauchst du gerade bei Schlüsseln? Du hast das aufgesammelt und du meinst bestimmt Münzen. Dann hast du auch Schlüssel gesagt. Oh, widerlich. Was ist das Buch? Das ist Shot Speed. Tears up. Ja. Messer. Das ist Bullshit. Mit dem Buch? Achso, mit dem Buch ist es natürlich Killer. Oder? Mhm. Dann brauchst du nur noch reinhalten. Aber das ist die Frage. Tauscht man das hier ein? Du hast nur noch zwei Ebenen. Ah ne, drei. Das ist wirklich die Frage. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht beantworten. Wir hatten es halt schon. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal das Messer hatten. Eigentlich lange nicht, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, aber es war so trotzdem wahrscheinlich erst vor 5 Folgen. Ah, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Schnarsch. Nee, ich nehme die Tränen. Ich finde die sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Steinrun. Ja, ja. Ist mir egal. Außerdem werden wir doch noch Gabi, hab ich gehört. Müssen auch mal schauen, jetzt haben wir ja zurzeit bei dem Item Tracker zwei parallele Items da stehen oder da liegen. Wenn man natürlich aber zu Blue Baby geht, hat man natürlich jetzt noch extra vier. Ich sehe jetzt gerade, jetzt würden dort vielleicht noch fünf Stück reinpassen. Sowieso gerade die Frage, das passt glaube ich gar nicht alles der Länge nach rein, oder? Das würde jetzt über der Karte und alles liegen. Ne, doch, das passt schon. Das ist nicht das Problem. Aber ob man dann nicht vielleicht auch... Klar, im letzten Moment, weißt du? Drei Reihen nimmt oder... keine Ahnung. Müssen wir aber nochmal schauen, wie wir das dann platzieren. Okay. Oder ob wir es links wie rechts machen. Links anfangen, rechts weitermachen. Yes! Kapi! Siehst du? Es war gut, dass ich nicht das Messer mitgenommen habe. Dann hätten wir jetzt nämlich keine Fliegen mehr. Emperor? Hier hätte ich jetzt Schutzbuch eingesetzt. Oder so. Weil Emperor will ich dann wirklich für die letzte oder vorletzte Ebene verwenden. Was auf Stil? Also da, wo es halt wirklich nervig ist, weil du nur noch gegen Bosse antrittst. Ja. Obwohl das jetzt auch OP ist. Ja, jetzt wird's chillig. Chillig. Da ist er. Da ist er tot. Da war er. Ja, was hast du gerade? Wuhu. Naja, ob man vielleicht dann... Hä? Bewegt er so wie ich? So wie du. Ob man dann halt links anfängt, weil man ja links ein bisschen Platz hat und dann rechts weitermacht, wenn es viele sind. Oder ob man es rechts anfängt und links weitermacht. Oder ob man es vielleicht auch unten impackt. Das müssen wir dann nochmal
ja, rumspielen oder schauen, wie es dann am besten wirkt. Ah, ich finde es. Ja, müssen wir mal schauen. Also es kann sein, dass sich das immer mal noch ein bisschen ändert. Ja, wie gesagt, da sind wir auch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Wie wir es dann halt am Ende durchführen. Der Schaden ist Wahnsinn, dann killen die Fliegen auch. Hier X. Hier X. Das X markiert die Stelle oder was? Yes. Bereit? Ja, ja. Absolut nichts gesehen durch deine Tränen. Sorry. Macht nichts. Nach unten, ja. Dann nehmen wir mal hier die coole Klappe, wisst ihr? Beim Satan direkt. Satan direkt, kennst du schon die Versicherung? Ja. Die versichert aber nur bei Todesfall. Ja. Haben wir eigentlich irgendwie die Kerze eingesammelt? Irgendwie kaum noch Flüche bekommen? Nein, haben wir nicht. Deswegen haben wir den Agent Tracker. Na klar, springt zu dir. Mein Kumpel. Laser, komm. Sehr gut. Ding. Gute Fliegen, hä? Ja. Bisschen Beschützer? Ne, hab's nicht. Es sah bei mir so aus, als würde ich beschützt werden von irgendwas, aber das war nicht so. Ja, hier war einmal alles explodiert ist. Fliegen rasten ein wenig. Jung. Dachte ich mir, kann man mitnehmen. Klar, sieht jetzt auch viel hübscher aus. Ja, oder? So kann man dann jetzt auch endlich mal Satan entgegentreten. Mit Heiligenschein. Mit Heiligenschein, ja, das stimmt. Aber da sehen sie ja so ein bisschen wie ein gefallener Engel aus, so auch mit den Stacheln auf dem Kopf. Der Maske, ey, der erinnert mich immer so ein bisschen mehr an. Huiuiui. Huiuiui erinnert mich das. An Huiuiui? An Naruto. Huiuiui, da war ja noch einer. Also eine Ambu-Einheit oder was? So, mehr Damage. Ja. Wo ist er? Da ist er! So, brauchen wir Herzen eigentlich nicht. Ui, wir haben so schöne Energie. Ja, aber du hast den Emperor. Ja, das stimmt. Schön, dass du da warst. Boah, widerlich. Ja, wenn man Bewegung ist, funktioniert. Ja. Ja, wir brauchen Herzen, weil du danach gefragt hattest. Ja, das stimmt. Naja. Okay. Ah, dann nicht. Right, auf der Ebene. Naja. Naja. Das war ja eher eine Spielerei, könnte man meinen. Soll das lustig sein? Soll ich lachen? Ja, lach bitte. Oder irgendeine Comedy-Lache einblenden? Das wär's noch. Müssen wir eigentlich auch noch machen. So Hot-Button. Immer irgendwas Sinnloses einblenden. Oh! Ich dachte, das sind die Festen. Nee. Gerade. Also die hat man auch wieder überhaupt nicht gesehen, oder? Na gut, das war jetzt ein bisschen logisch, dass der da drüben ist. Ja, na mit der Ecke. Auf der anderen Ecke halt auch nochmal. Trotzdem fand ich den fies platziert, so in der dunklen Ecke. Hat er mich noch getroffen? Ah, mich nicht. Ich bin überragend mit diesem Bruder. Bobby Clones. Ey, Sack. Schade. Wir schießen durch! Du hast ein Schutzbuch. Sehr gut. Brauchst du nicht mehr. Na, jetzt will ich es halt einsetzen. Weil es kann auch auf mich drauf treten. Und er ist tot. Und der Cube killt. Ja. Ja, und die fliegen. Der erste Tritt war einfach mal, sagen wir mal, zwei Drittel. Einfach nur fliegen. Ja. Wahnsinn. So. Willst du dann gleich hin? Ja.
Na, Schutzbuch aufladen und dann hin. Ja. Beziehungsweise... Das war ja sinnlos. Der Hound. Schön, wenn der nicht schlimm ist, oder? Das ist so angenehm. Endlich mal Rache nehmen. Ah. Das ist ein sehr schlimmer Raum. Ich hab mal geklärt. Hab ich doch nicht. Ganz. Alter. Ja, gehen wir hin. Kannst du machen. Viel Glück hier. Du bleibst drin, oder was? Nee. Was setzen wir in das Buch rein? Jetzt? Wenn man auf den Körper schießt, kann man da... Ja. Alter, das war so anstrengend, das war so schwierig, verdammt! Das haben wir gerade so hinbekommen. Das ist gelöst. Das ist der Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und sehen uns morgen wieder. Bis dann. Du musst noch reinrennen, sonst ist nicht beendet, sonst ist voll fake und so. Oh, das ist es. Da hättest du noch weiterrennen können. Ja, dann ja. Wie gesagt, lasst eine Bewertung da und sagt uns mal, wie denn euch der Item-Tracker gefällt, was man noch verbessern könnte, was ich schon jetzt zum dritten Mal bestimmt gesagt habe, aber was nicht so will. Mindestens. Und Benny beendet jetzt die Folge. Ciao.